Ja, es ist schön, euch alle heute hier zu sehen. Bevor es losgeht, würde ich noch mal kurz beten. Vater, unserem Himmel, im Namen Jesus Christus, bitte ich dich einfach für den heutigen Tag um Beistand. Steh uns einfach heute bei, sorg für einen lockeren Austausch, sorg dafür, dass einfach die Augen heute auf dich gerichtet sind und dass einfach, ja, möglichst viele Gespräche sich um dich drehen. Weil du bist halt die Stütze, die uns einfach aus der Not einfach erlösen kann, die uns einfach beistehen kann, an der wir uns einfach anlehnen können. Und bitte sorg heute für einen ruhigen Austausch ohne Stress. Amen. Ja, wer kennt eigentlich das von euch, wenn man große Not hat? Also so große Not, dass man nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Ja, also da sind wir, glaube ich, alle von betroffen. Und was denkt ihr, was die Lösung ist, wenn man in großer Not ist? Hat jemand eine Idee? Genau, Jesus. Weil ich sage immer, wenn ich nicht weiter weiß, überlege mir mal, was würde Jesus machen? Und Gott hat ja Folgendes gemacht. Als es große Probleme gab, hat er einen Heilsplan entwickelt. Und für jeden Menschen, der in Not ist, hat auch Gott einen Heilsplan, einen individuellen Heilsplan, ihn halt aus der Not rauszuholen. Genauso auch bei mir. Ich war früher zum Beispiel ein extrem anstrengender Mensch gewesen. Ich war extrem cholerisch, habe viel rumgeschrien, habe geklaut. Meine Oma hat mich einen Satansbraten genannt. Als ich 14 war oder so, bin ich das erste Mal von der Polizei nach Hause gebracht worden. Und das ging alles so weiter. Also mein ganzes Leben war eigentlich wie ein einziger Wutausbruch gewesen. Und alle haben eigentlich nur darauf gewartet, bis ich irgendwann im Knast lande. Ja, wie habe ich dann die Kurve gekriegt? Ich hatte irgendwann ganz viele Gläubige um mich herum. Und die haben mir halt auch von Jesus Christus erzählt. Ich habe das halt alles für Quatsch gehalten. Und aus dem Grund habe ich dann die Bibel in die Hand genommen, um meinen Mitmenschen zu beweisen, dass das, was sie halt glauben, nicht richtig ist. Und am Ende kam halt raus, dass ich der Idiot bin. Weil ich habe halt durch das Lesen der Bibel erstmal das Wirken Gottes in meinem Leben erkannt und habe dann dadurch halt auch zu Jesus Christus gefunden. Eine Sache, bevor wir halt zum Essen kommen, möchte ich euch noch zeigen. Und zwar habe ich ja vorhin gesagt, wenn es halt ein Problem gibt, entwickelt halt Gott einen Heilsplan. Und Gott hat nicht nur einen individuellen Heilsplan für jeden Einzelnen, sondern für alle Menschen, weil er halt alle Menschen liebt. Und dieser Heilsplan kann ganz gut anhand dieses Aufklebers halt erklärt werden, der aus vier Symbolen besteht. Und zwar ist halt zu sehen ein Herz, ein Durchzeichen, ein Kreuz und ein Fragezeichen. Das Herz steht dafür, dass Gott jeden einzelnen Menschen liebt. Jeder, der auf diesem Platz ist, ist von Gott geliebt. Und Gott will eine persönliche Beziehung zu dir haben. Das Durchzeichen steht dafür, dass wir durch die Fehler, die wir in unserem Leben machen, von Gott getrennt sind. Ja, wir können uns vorstellen, dass der Punkt dort oben Gott ist. Der Punkt da unten sind wir und der Strich sind die Fehler, die uns von Gott trennen. Ja, und wenn wir von Gott getrennt sind, dann sind wir auch, wie kann man jetzt sagen, nicht heil. Wir sind kaputt. Und Gott kann halt praktisch das Heil wieder in unser Leben reintragen. Und das Kreuz steht halt dafür, dass Gott halt einen Plan entwickelt hat, wie jeder Mensch halt individuell Heilung erfahren kann. Das sah wie folgt aus, er ist in Fleisch gefahren, wir kannten ihn als Jesus Christus. Er ist den Kreuz tot gestorben und hat damit dann halt die Sünden von allen Menschen auf sich genommen. Und jeder, der Jesus Christus am Ende des Tages halt annimmt, kann somit auch die Heilung in sein Leben einladen. Das sieht halt wie folgt aus, man kann das zum Beispiel in Form eines Übergabegebetes machen. Jeder, der halt Lust und interessiert ist, kann nachher zu uns rankommen, dann machen wir gerne sowas. Weil jeder von euch steht halt vor der Frage, ob er halt sein Leben mit Jesus Christus halt starten möchte oder halt nicht. Ja, lasst euch das durch den Kopf gehen, ihr könnt nachher gerne rankommen, dann berichten wir euch mehr. Aber wer halt Lust hat, ich habe ja vorhin halt erzählt, für mich war halt die Bibel der Einstiegspunkt, um erstmal das Wirken Gottes in meinem Leben wahrnehmen zu können. Hat jemand Lust von euch, eine Bibel mitzunehmen? Ihr könnt die kostenlos haben. Möchte jemand eine Bibel haben? Gerne. Auf jeden Fall. Und wer, ja, also dort hinten ist der Büchertisch, ihr könnt rankommen und euch nachher auch noch eine mitnehmen. Ihr werdet es nicht bereuen. Hier steht auch nochmal das Gemeinschaftsessen drauf. Okay. Ist jetzt auch nochmal zum Gottesdienst, also zum Zusätzlichen. Es gibt immer Gottesdienst hier auf dem Platz. Und dann noch, und jeder von euch ist herzlich eingeladen. Ja, wir machen da schön Lobpreis, wir singen gemeinsam. Das wird super. Wir tauschen uns aus. Okay.
Lasst euch das durch den Kopf gehen, ihr seid herzlich eingeladen, jeder, der halt möchte. Okay. Dann bete ich nochmal zum Abschluss. Herr Jesus, ein liebes Dankeschön einfach, dass jetzt alles gut geklappt hat. Jetzt geht's halt los, das Essen fängt jetzt an. Deshalb bitte ich dich, bitte segne das Essen. Und segne auch den Austausch, den wir heute hier haben. Sorge dafür, dass die Menschen über dich nachdenken, weil nur du kannst die halt erretten. Wie gesagt, nur du sorgst dafür, dass wir halt aus unserer Misere rauskommen. Und wenn wir dich nicht in unserem Leben haben, dann haben wir auch keine Heilung in unserem Leben. Und sorg dafür, dass die Menschen an einen Punkt kommen, wo auch die Heilung in ihr Leben kommen kann. Dass es ihnen gut gehen kann. Dass sie von der Krankheit und von der Not befreit werden. Weil du bist halt einfach wie ein Fels in der Brandung, der uns einfach schützt in größter Not. Steh uns bei und gelobt seist du tausendfach. Amen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Nur ein Tor lehnt Zurechtweisung ab. Lass vom Unglauben ab, durch den so viel Zerstörung, Krankheit und Verwahrlosung angerichtet wird. Entwickel den Glauben zum Guten und Richtigen und sei kein Zerstörer. Denn das Fundament eines dunklen Ortes ist Genusssucht, Trägheit, Feigheit und Ignoranz. Denn in Jesaja Kapitel 5, Vers 20 bis 21 ist Folgendes nachzulesen. Schlimm wird es denen ergehen, die das Böse gut und das Gute böse nennen. Schlimm wird es denen ergehen, die sich in ihren Augen für weise und selbst für klug halten. Bestelle das Fibelheft kostenlos und versandkostenfrei auf fibelzeit.de.